Man kann die Tour de France ohne Doping fahren, das ist überhaupt gar kein Problem, das ist klar. Es ist nur so, dass ich persönlich nicht weiß, ob man die Tour de France ohne Doping gewinnen kann. Danilo Hondo ist jahrelang eine große Nummer im Radsport. Eine Branche, die immer wieder wegen Dopingfällen durch die Medien geht. Während seiner Karriere sprach sich Danilo Hondo in der Öffentlichkeit gegen Doping aus. Dann der Skandal. Danilo Hondo war selbst Doper. Doch er ist einer der wenigen, die offen zu dem Fehler stehen. In dieser Sache zumindest ist er ein positives Beispiel im knallharten Sportbusiness. Das war vor mehreren Jahren. Inzwischen ist er an einer Sportagentur beteiligt und führt einen Fahrradladen auf Mallorca. Dort sind wir mit ihm verabredet. Denn er verspricht uns, unsere direkten Fragen zu dem heiklen Thema zu beantworten. Hallo, grüß dich. Komm rein. Hallo. Schön, dass wir da sind. Ja, gerne, gerne. Er war Bahnweltmeister und Giro d'Italia-Etappensieger. Ein erfolgreicher Sportler. 2019 gesteht Danilo Hondo sein Doping öffentlich. Wir kommen direkt zur Sache und stellen die erste Frage. Bereust du deine Tat? Auf jeden Fall. Was meine sportliche Karriere anbelangt, war das mit Sicherheit der größte Fehler meines Lebens. Wie gesagt, ich habe es nicht gebraucht, es war total unnötig. Und von daher, ja, meiner Karriere gesehen, war es sicherlich der größte Fehler, klar. Trotzdem hat sich Danilo dafür entschieden. Doping ist unsportlich und unfair. Hast du kein schlechtes Gewissen? Und die Frage, ob man jetzt fair oder unfair ist, die stellt man sich dann nicht. Man hat teilweise das Gefühl, dass man in einer Kriegssituation ist. Da geht es mit Haken und Ösen, da wird gedrängelt. Da werden auch teilweise Stürze in Kauf genommen. Wenn einer von uns Zweiter geworden ist, war das schon ein Misserfolg. Klingt nach einem regelrechten Kampf um den Erfolg. Diesem Druck gab nicht nur Danilo nach und dopte. Auch weitere bekannte Namen der Radsportszene wie Lance Armstrong. Oder auch Tour de France-Gewinner Jan Ullrich. Ullrich sagte damals den berühmten Satz: Ich habe niemanden betrogen. Wie sieht das Danilo Hondo heute? Hast du betrogen? Natürlich. Ich sag ja, also ich für mich ganz klar habe betrogen in dem Moment, in dem ich das Doping zugelassen habe. Aber ich glaube, zur damaligen Zeit war der Prozentsatz schon sehr, sehr gering von den Athleten, die nicht gedopt haben. Wer ist schuld? Das System oder der Sportler? Ich bin natürlich selber schuld, das ist ganz klar, aber irgendwo bin ich auch Opfer der Situation, der gesellschaftlichen Vorgaben. Es geht immer über Leistungsüberwachung, Leistungsdiagnostiken. Es geht darum, dass es immer höher und schneller und weiter gehen muss. Und auch da war es ja so, ich war ja schon im relativ hohen Alter, was den Sport anbelangt. Man wollte gern nochmal seine Karriere auch verlängern. Ich in dem Fall wollte mal spüren, wie sich das anfühlt. Das war 2011, am Ende seiner Karriere. Aber wie begann alles? Die Profikarriere startet für Danilo Hondo 1997. Zahlreiche Titel folgen. 2005 dann der erste Skandal. Danilos Dopingtest ist positiv. Er beteuert zu diesem Zeitpunkt aber seine Unschuld. Es waren halt Medikamente, die damals verwendet worden sind und regenerative Infusionen aus Russland, die dann irgendwo verunreinigt waren. Da hat kein Doping stattgefunden. Obwohl die nachgewiesene Menge gering war, konnte die Schuldfrage nie vollständig geklärt werden. Die Folge: Das Sportgericht sperrt ihn für 2 Jahre. Erst 2008 darf Danilo zurück in den Profiradsport. Nach seiner Rückkehr ist der Druck, an seine früheren Erfolge anzuknüpfen, groß. Danilo Hondos Konsequenz: 2011 und 2012 entscheidet er sich bewusst für das sogenannte Eigenblut-Doping. Eine Methode, die schwer nachweisbar ist. Hierbei wird dem Sportler Blut entnommen, gelagert, mit Nährstoffen versetzt und kurz vor dem Wettkampf wieder zugeführt. Die zusätzlichen roten Blutkörperchen sollen zu einer Leistungsverbesserung führen. In Danilos Fall fällt es niemandem auf. Erstmal. Das Blutdoping führte Danilo durch, obwohl er 2005 schon die Konsequenzen seines Dopingverdachts erlebte. Da fragen wir uns, hattest du damals keine Sorge, dass du auffliegst?
Es war so eine 50-50-Geschichte. Das Blutdoping ist ja eigentlich eine Sache, die relativ schwer oder fast gar nicht nachweisbar ist. Deswegen eher nicht. Und zu dem Zeitpunkt hat man ja auch das Gefühl gehabt, dass man es professionell macht. Aber klar, im Nachhinein hat sich halt herausgestellt, dass man auffliegen kann. Ne? Doch dieses Risiko gehen auf der Jagd nach dem Erfolg viele Sportler ein. Wie verändert der Leistungsdruck einen Sportler? Klar, das verändert einen natürlich. Das verändert Menschen, das verändert Familien, das verändert Konstellationen, das verändert das soziale Leben. Man hat ja quasi dieses Leben 24 Stunden. Also das ist ja keine Geschichte, die man irgendwie nur mal von 9 bis 4 betreibt und dann legt man den Stift hin und geht nach Hause. Ständig ist man dafür oder muss man dafür Sorge tragen, dass alles funktioniert, dass man fit ist, dass das System funktioniert. Dass das Material stimmt, man muss sein ganzes Leben danach ausrichten. Es ist ja irgendwie ins Blut übergegangen, wenn man so sagen darf. Wortwörtlich. Allein kann ein Sportler Doping natürlich nicht ausführen. Er braucht Hilfe von einem Mediziner. Und das geschieht häufig nicht in einer Praxis, sondern an unauffälligen Orten wie Raststätten. Oder wie in Danilos Fall, in einem Hotel. Du musst dir vorstellen, in so einem gängigen Hotel ist das dann abgelaufen. Also nichts Besonderes. Ja, ganz normales Hotel. Hinter verschlossenen Türen erzählt er uns mehr dazu, wie das Doping ablief. Der Sportmediziner Marc Schmidt nahm ihm damals mehrfach in einem Hotelzimmer bis zu einem Liter Blut ab, das er ihm angereichert vor den Rennen wieder zuführte. Der Beutel, der war deutlich beschrieben mit dem Codewort, das man ausgemacht hatte. Das Datum war notiert. Und was stand da drauf? Ja, in meinem Fall war das einfach James Bond. Sowas ist doch sicher nicht billig. Ja, also das ganze Thema für eine Saison, für ein Jahr hat ca. 20.000, 25.000 Euro gekostet. Wissenschaftlich ist belegt, dass diese Dopingmethode risikoreich ist. Es drohen Infektionen, Thrombosen, Blutgerinnsel und Belastungen des Herz-Kreislauf-Systems. Eine Gefahr, der sich Danilo Hondo bewusst ausgesetzt hat. Wir fragen uns deshalb, hat das Doping deine Leistung wirklich verbessert? Im Gegenteil, ich habe eher an diesen Tagen dann das Gefühl gehabt, dass ich gar nicht so performen konnte, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe oder wie ich normalerweise unter normalen Bedingungen performt hätte. Ich habe dann gerade eben bei diesen Eintagesrennen da eher kein gutes Gefühl gehabt und mich dann eher so ein bisschen gesättigt gefühlt und so ein bisschen blockiert gefühlt, anstatt frei und kraftvoll. Ja. Also war das für mich in dem Fall auch eher kontraproduktiv. Ja. Trotzdem entscheidet er sich mindestens dreimal dafür, ohne Erfolg. Danilo beendet seine aktive Karriere und wird Schweizer Nationaltrainer. 2019 passiert es dann. Seine Tat fliegt auf. Im größten Dopingprozess seit 20 Jahren in Deutschland nennt der angeklagte Sportarzt Marc Schmidt auch Danilo Hondos Namen. Hondo gibt anschließend ein Interview und gesteht öffentlich. Glaubst du, dass der Profisport auf diesem Level auch ohne Doping funktionieren würde? Natürlich hat der Sport eine Chance ohne Doping, das ist ganz klar. Die Frage ist immer nur, was erwarten wir halt? Ne? Ich meine, wir wollen halt alle diese höher, schneller, weiter Gesellschaft. Wir wollen halt diese Spektakel. Die Profisportler, das sind moderne Gladiatoren, die eine Show abzuliefern haben für die Leute zu Hause. Auch Sponsoren und Vereine haben hohe Erwartungen an ihre Sportler. Heute ist Danilo nicht mehr davon abhängig. Das Radfahren ist aber immer noch seine Leidenschaft. Ja, Radfahren ist natürlich ein Thema, was mich mein ganzes Leben lang begleitet hat, von klein auf. Und was sicherlich immer irgendwie einen Großteil meines Lebens mitbestimmen wird. Nach seinem Dopingskandal 2019 sperrt ihn das Sportgericht mit sofortiger Wirkung. Als Nationaltrainer wird Danilo Hondo noch am selben Abend entlassen. Das laufende Verfahren lässt ihn auch heute noch die Konsequenzen spüren. Jetzt führt er einen Fahrradladen, abseits vom Rampenlicht. War es das wert? Das war es mit Sicherheit nicht wert und dazu stehe ich auch. Das war mit Sicherheit eine Sache, die hätte nicht sein müssen. Aber okay, das ist dann halt so im Leben, das sind diese Entscheidungen, die man halt trifft. Und
dann muss man damit mit diesen Konsequenzen leben. Das ist ganz einfach so. In seinem Fahrradgeschäft vermarktet er sich neben dem Verleih von Fahrrädern auch selbst. Weltmeister auf der Bahn, Militärweltmeister, da drüben DDR-Meister, deutscher Meister. Sportler haben in der Gesellschaft eine Vorbildfunktion. Siehst du dich heute als gutes oder schlechtes Vorbild? Ich denke, jeder Mensch hat seine guten und seine schlechten Seiten. Entscheidend ist immer, glaube ich, wie man damit umgeht. Und dass man nach vorne schaut. Sicherlich war dieses Doping keine gute Geschichte und da ist man mit Sicherheit kein gutes Vorbild. Aber ich denke, die Art und Weise, wie ich damit umgehe und wie ich versuche, das auch den jungen Athleten so ein bisschen zu erläutern, auch zu erklären, ist, glaube ich, dann wiederum doch eine Art von Vorbild. Gerade jungen Sportlern kann der Leistungsdruck zum Verhängnis werden. Was würdest du so jemandem raten? Was Profisport betrifft, es ist ein Haifischbecken, es ist ein Business und das muss einem klar sein, auch wenn man das vielleicht als junger Athlet so nicht sieht, weil man einfach nur den Traum hat, diese Rennen zu fahren, aber im Endeffekt geht es da um mehr, das muss halt einfach klar sein, aber nichtsdestotrotz ist es nach wie vor eine ganz, ganz tolle Geschichte. Klar ist, Danilo Hondo hat mit dem Doping einen Fehler begangen. Für ihn gesundheitsgefährdend, anderen gegenüber unsportlich. Doch das Problem ist auf den zweiten Blick vielschichtiger. Sponsoren, Vereine und Zuschauer. Sie alle verlangen immer wieder neue Höchstleistungen. Danilo Hondo hat den Mut aufgebracht, offen zu seinem Fehler zu stehen. Höchste Zeit. Denn weltweit wurden zuletzt jährlich fast 2000 Dopingverstöße festgestellt. Man schätzt, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist.